Der Silvan Oswald hat also die Jury mit seinen Leistungen restlos überzeugen können. Die Anerkennung kommt nicht von ungefähr. Das Team um den Silvan hat nichts am Zufall überlassen. Wir haben den glücklichen Sieger vom Lehrlingswettbewerb Gusto in seinem Lehrbetrieb in Weggis besucht. Die Hotel- und Gastroformation ist ein Kompetenzzentrum für die Hotellerie und die Gastronomie. Hier wird auf hohem Niveau Aus- und Weiterbildung betrieben. Silvan Oswald ist der beste Beweis dafür. Wie geht's dir heute nach diesen turbulenten Tagen? Ja, es ist natürlich wieder zurück im Alltag. Aber es tut auch ganz gut, jetzt wieder ein bisschen runterfahren. Unzählige Stunden verbringt der 17-Jährige mit der Vorbereitung für den anspruchsvollen Kochwettbewerb. Über 6 Monate hat sich der Lehrling auf die bisher größte Herausforderung seines Lebens vorbereitet. Die Teilnahme, für den Koch eine Pflicht. Ich glaube, das war relativ gleich Anfang September, als die Broschüre auf der Post kam. Und ja, ich wollte mich dieser Herausforderung stellen und habe das dann auch gemacht. Seine Bereitschaft stößt im Betrieb auf offene Ohren. Mit Mario Garcia findet Silvan Oswald den perfekten Coach. Garcia gewann 2009 selber den Lehrlingskochwettbewerb Gusto. Er war sogar Mitglied der Schweizer Juniorenkoch-Nationalmannschaft. Ich war mega berührt, wo es funktioniert hat, weil ich wusste, wie viel Arbeit es vorher war, auch für ihn selber. Und ich weiß, wie viel es da dahinter steckt, dass es funktioniert und wie viel Glück das man muss haben. Und darum bin ich extrem stolz gewesen. Seinen Sieg hat Silvan aber auch Thomas Bissegger zu verdanken. Der Küchenchef stand tagtäglich mit seinem Schützling am Herd. Und zwar nicht nur zu regulären Arbeitszeiten. Wir haben vielmals am Wochenende trainiert oder in der Zimmerstunde oder am Oben. Eben zusammen mit Mario und ich habe eigentlich innen so ein bisschen die organisatorische Sachen gemacht, so ein bisschen geschaut, dass alles da ist, dass es an seinem Platz ist und ja, das Dritte eigentlich so zusammen auf den Erfolg können hinschaffen. Ohne Eigeninitiative des Lehrlings und die Unterstützung durch die Ausbilder ist ein solcher Erfolg undenkbar. Es braucht aber auch noch den Goodwill des Arbeitgebers. Es bringt nichts, wenn der Lehrling will und der Betrieb irgendwie sich in den Weg stellt. Der Sieg des Lehrlingskochwettbewerb Gusto ist ein wichtiger Meilenstein in der noch jungen Karriere von Silvan Oswald. Trotzdem ist es noch lange nicht an der Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Jetzt geht es erst richtig los. Wenn man jetzt nachlässt und nicht weitermacht, dann hat das Ganze genau nichts gebracht. Und darum ist es extrem wichtig, dass man jetzt weitermacht und seine Ziele und Träume nicht aus den Augen verliert. Das erste Wort gehört definitiv am Sieger. Mit dem Pokal in der Hand und dem Sieg in der Tasche ist Silvan Oswald seinem Traum auf jeden Fall einen Schritt näher. Das Ziel ist sicher von mir, mal ein eigenes Restaurant zu haben, wo ich meine Kreativität grenzenlose Kreativität ausschöpfen kann und einfach meinen Gästen die beste mögliche Qualität anbieten kann.